Guten Morgen, meine Lieben. Mir fällt gerade ein, ich renne hier noch in Pelzjacke rum, ne? Wundert mich, dass in meinem Rasi nicht warm ist. Ah, jetzt habe ich die Gürteltasche hochgenommen. Ah! Wollte ich doch gar nicht. Egal. So, dann würde ich sagen, Handschuhe aus. Kappe runter. Pelzumhang weg. Müssen wir den Google anziehen? Nee, eigentlich nicht, ne? Können wir auch so bleiben. Oh, und er hat immer noch Haare. Frau. Wie geht's in unserem Königreich? Alles ist bereit. Okay, mach's gut. Geht bei Romantik eigentlich noch irgendwas? Romantik? Nicht so wichtig. Okay. Ist schon auf 99, weil ich mal einen Tag nicht mit ihr geredet habe. Da ist jetzt ein bisschen maulig. So, was ich gestern Abend noch gemacht habe, ich habe einmal natürlich hier die beiden wieder einziehen lassen. Hatte ich völlig vergessen. Ach, schön. Und ich habe nochmal eingestellt, dass sie Eintopf kochen sollen aus Möhren jetzt. Weil wir haben ja auch Möhren, ne? Dass sie jetzt Möhren-Eintopf machen. Ich musste gestern Abend erstmal aufs Essen. Ich bin nämlich schon fast wieder verhungert. So, dann denke ich mal, werde ich jetzt mal eben kurz rübergehen und wir werden mal gucken, wenn die Inga ein buntes Huhn hat, dann bringen wir uns vielleicht noch ein Hühnchen mit. Schauen wir mal, ne? Und ansonsten kümmern wir uns um die Armbrust. Mit Alvin soll ich auch sprechen. Habe einen Erben, ja. Haben wir ja hoffentlich bald, ne? Aber ich bin froh, dass ich die Zeit jetzt umgestellt habe. Es ist schon der zweite Tag im Frühling. Nach 4 Tagen ist der Frühling vorbei. Also die 7 Tage war definitiv zu lang. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Man denkt immer so, oh, man hat viel mehr Zeit, alles zu erledigen. Aber eigentlich ist es auch Quatsch. Man muss so wahnsinnig viel Felder und sowas alles haben, wenn man so lange Tage hat. Also jetzt mit den 4 Tagen, muss ich sagen, fühle ich mich doch wohler. Und wir können mal gucken, haben wir überhaupt mal... Ach, siehst du, der Herold ist auch da. Ugh, auf den habe ich jetzt auch keine Lust. Wie ist das eigentlich mit Quests? Haben wir in unserem Dorf eigentlich irgendeine Quest? Habe ich gar nicht geguckt. Nee, aber hier sind mehrere. Einmal der Alvin, 2 normale Quests. Kann man vielleicht auch mal hingucken. Obwohl, man ist ja auch so mit irgendwie dauernd mit irgendwas beschäftigt. Man kommt gar nicht dazu, diese Quests zu machen, ne? Ich will mal gucken. Ich will mal gucken, ob Inga Dingens hat. Aber liegt da was? Oder sieht das nur so aus? Nee. Sah ihm nur so aus. Na gut. Ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen mehr durch die Lande ziehen und so. Vielleicht machen wir es wirklich mal so an. Ich mag es zurückbeamen ja nicht, aber dass wir am letzten Tag doch dann um so eine Quest kümmern, weil jetzt Rika ist so furchtbar weit weg, dass man dann sagt, am letzten Tag gehen wir da mal rüber und lassen uns dann halt zurückbeamen, ne? Aber mal gucken. So, jetzt gucke ich erstmal, was du für Hühner hast, ob du bunte Hühner hast. Ich habe ja nur braune. Ich möchte mich jetzt aber auch von Gertrud nicht trennen oder von... Nein, du hast auch nur braune. Ach Mensch. Na gut, dann müssen wir halt abwarten. Vielleicht kriegen wir ja so. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn diese Quest da? Wenn denn sie fischen nicht, was sie tun. Sprich mit Ida. 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 Wo ist Ida? Ich muss jetzt gar nicht mehr nach Leute gucken, ne? Weil ich, meine Häuser sind alle voll. Kann ja mal so gucken. Oh, Edita ist auch ein schöner Name. Radegunda. Nee, wir brauchen keine Leute mehr. Bei uns ist alles. Wir sind fertig quasi dorftechnisch. Erstmal. Ich glaube, mehr Leute möchte ich auch gar nicht haben. Ich will gar nicht so ein Riesendorf haben. Bist du Ida? Nein, du bist Milena. Du bist Ida, ne? Ida. Du schon wieder. Dieses Mal brauche ich Domagois Armbrust von dir. Oh nein, nicht schon wieder. Mit dir spiele ich nicht mehr. Echt? Komm, sei nicht so. Das kannst du vergessen. Wie viel willst du dafür haben? Auch deine Münzen helfen dieses Mal nicht. Du müsstest etwas für mich tun. Oh, schade, ich habe gedacht, wir kriegen jetzt irgendwelche tollen Rätsel. Hm. Wir haben nicht viel Zeit. Es dauert nicht lange. Es ist Ansichtssache, ne? Ah, also gut, was soll ich machen? Du musst mir ein paar Fische besorgen. Und wehe, sie sind nicht frisch. Ich habe keine Zeit, mit dir zu schreiten. Du sollst deine verdammten Fische haben. 20 Fischfilet? Ach, denn sie fischen nicht, was sie tun, ja. Jetzt ist die Frage, fange ich Fische oder kaufe ich Fischfilet? Ich könnte natürlich auch einfach Fischfilet kaufen, ne? Kann man doch bestimmt drüben in der Taverne kaufen.
In Gostovia. Aber das könnte ja jeder, ne? So, wir haben doch einen Fischbär, ne? Vielleicht probiere ich das nochmal mit dem Fischbär. 20 Fischfilet. Ah, nee, ich muss ja, um Fischfilet machen zu können, brauche ich ja eine Fischerhütte, damit ich ihn auch ausnehmen kann. Sag mal, Fisch, außer gebratenen Fisch kann man da sonst nichts weiter machen, ne? Sonst hätte ich mich gesagt, ich hätte schon mal Bock auf eine Fischerhütte. Aber, man kann ja nur gebratenen Fisch machen, ne? Oder kann man da irgendwas mitmachen? Inzwischen gibt es irgendwelche Rezepte? Nee, ne? Hallo, Enten. Na? Hm. Ich meine, jetzt rüber zu gehen, 20 Fischfilet kaufen, das ist ja auch billig, ne? Kann ja jeder. Wie lange haben wir denn Zeit dafür? 16 Jahre. Nee. Hm. Jetzt eine Fischerhütte zu bauen, um ein paar Fische zu auseinanderzunehmen. Ich meine, ich muss mal gucken. Gibt es denn irgendwelche Rezepte mit Fisch? Verwartung. Nee, Technologie. Das Küche. Na, hier gibt es ja nur die normalen. Pilze, Brühe, Ei, Quark und so weiter. Küche 2. Fladenbrot für Suppe, Käse. Oder Küche in der Schenke. Kann man da Fleischtart, Fleischpastete, Fischtart. Da könnte man dann Fischtart machen. Irgendwann mal bei 10.000. Das ist so schade, dass man mit Fisch, und ich will meine Leute nicht einfach nur mit gebraten, nämlich meine, gebratener Fisch ist gesund, ne? Ich meine, ich könnte ja, ich habe 3 Jäger, ne? Einer davon könnte ja auch mal Fischer werden, ne? Hm. Übersprungshandlungssteine sammeln. Und wo wir hier so schön am Wasser wohnen, wäre ja eigentlich bescheuert, keine Fischerhütte zu bauen, ne? Andererseits ist das so totaler Tünnef. Hm. Ich müsste aber weniger Obst und Gemüse oder Obst an, Quatsch, Gemüse anbauen, wenn ich eine Fischerhütte hätte. Hä? Echt jetzt? Ich werde es bereuen. Aber man braucht ja öfter mal Fisch. Wo gibt es denn hier Fisch? Eine Jagd, ne? Jagd. Fischerhütte 2 bin ich kurz vor. Fischerhütte 1. Meine, eigentlich ist das hier ja der perfekte Platz für so eine Fischerhütte, ne? Und hier beim Stroh? Nee, hier ist auch doof. Nee. Gefällt mir nicht. Wenn dann irgendwie hier so. Hier so. Ich möchte immer, dass man da trockenen Fußes reinkommt. Bauen wir uns hier eine Fischerhütte hin? Quasi gehen wir weiter zurück. Dass wir ein bisschen besser gucken können hier. Das baue ich jetzt echt für 20 Fischfilet in Fischerhütte. Bin ich bescheuert? Ja, ne? Ich hätte das aber gerne so, dass man so darauf gehen kann, ohne dass man nasse Füße kriegt. Eigentlich ist hier der perfekte Platz dafür. Aber sonst nichts zu tun, ne? 4 Holzstämme, 4 Bretter. Und wahrscheinlich 32 Stromer wieder, ne? Was war das für ein Geräusch eben? Was sind Ziegen oder... Hat er irgendwas mäh gemacht? Vogel. Ah, wie viele Bretter waren das? Habe ich wieder vergessen. Wieso, ist denn nur noch, wieso machen die eigentlich kein Brett? Machen die da keine Bretter? Macht ihr keine Bretter? Was macht ihr denn da eigentlich? Gewinnung, Holzschuppen. Oben im Wald. Was macht ihr denn da? Macht doch mal ein paar Bretter. Wieso muss ich das immer machen? Nee, macht keine Bretter. Oh, ihr macht echt 100 Holzstämme am Tag, seid ihr des Wahnsinns. Mach doch mal ein paar Bretter. So vielleicht? Hm, ne,
warte mal, die machen 100 Brennholz am Tag, ne? Wie kommt das eigentlich hin mit Brennholz? Ja, passt. Können sogar noch Tick mehr könnten sie machen. So, Moment. Das ist ein bisschen viel Bretter. So vielleicht. Brennholz. Ein bisschen mehr. So. Und dann bleiben noch 43 über. Das passt schon. So. Dann brauche ich. Muss ich mir mal selber irgendwelche machen. Oh, das Lager ist auch schon fast voll, ne? Wir müssen andere Lager updaten. Mano. 4 Bretter. Brauchen wir da noch mehr Bretter für? Ich glaube, 4 waren das, ne? Ach, echt, das baue ich für 20 Fischfilet eine Fischerhütte, ne? Sowas mache auch nur ich, glaube ich. Aber soll's. Ich wollte schon immer mal eine Fischerhütte haben. Manchmal braucht man ja auch für so für irgendeine Quest Fisch. Und gebratener Fisch wäre ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Und das ist irgendwie der perfekte Platz für eine Fischerhütte hier, ne? Finde ich. Da. Dann brauchen wir noch Fischbeere, ne? Ach, da habe ich nicht dran gedacht. Für Fischbeere braucht man ja Leinen. Das ist das Einzige, was ich irgendwie gar nicht gerne rausrück. Scheiße. Was so schlau war. Ach, Rassik, geh mal. Andererseits sieht so eine Fischerhütte natürlich auch zum Teil schick aus, ne? Wahrscheinlich brauchen wir wieder 32 Stroh. Oder brauchen wir vorne auch noch irgendwie Stroh, ne? Naja, was soll's. Hatten wir nicht sogar noch Fischspeere hier? Welche, die wir gefunden haben? Ich hatte doch noch Fischspeere. Wo sind die hin? Bei mir in der Kiste wahrscheinlich, ne? Ich meinte, ich hätte welche gefunden. Na gut, dann brauchen wir erstmal Stroh. Da, den Roggen. Okay, es hat also geklappt. Die haben den Roggen geerntet. Gut, das ist gut zu wissen. Also machen die das nicht erst platt. Gut. Ja, das ist auch geklärt. Wahrscheinlich wieder 32, wie immer. Dann nehmen wir nochmal die Stöcke da. Ein paar Stöcke mit. So, und den brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Holzstämme. Diese Scrollerei macht mich bekloppt. So. Und dann kann die Wilburger da eigentlich mal kurz arbeiten. Sowieso viel zu viel Jäger. Ich glaube, ich habe gerade jetzt 3 oder 4 Jäger sogar. Ich weiß es gar nicht. Irgendwie ziemlich viele jedenfalls. Ach ja, wir haben ja sonst nichts zu tun. Also Fischbär braucht, glaube ich, also dass der Leingarn braucht, das finde ich total nervig. Das macht den so teuer irgendwie. Ach, das geht irgendwie so besser. Der Ansicht. In der dritten Person, da kommt man irgendwie so schlecht oben ans Dach. Sag nicht, es kommt jetzt nicht hin mit den üblichen 23, 32. Doch hin. Auch irgendwie fast immer 32 Stroh. Oder brauchen wir? Ach nee, hier brauchen wir noch Stroh. Okay. Nochmal 16. 16 Stroh. Die können wir auch mal eben kurz hier holen.
Jo, schaut auch nicht. Na, mach mal hin hier. Jo. Das ist auch hübsch, so eine Fischerhütte, ne? Finde ich. Sieht schon schick aus. Guck mal da von unten ran. Wahrscheinlich nicht. Zack. Fertig. So, jetzt können wir natürlich auch selber den Fisch fangen, ne? Ich hatte irgendwo, hatte ich einen Fischspeer. Den haben wir doch irgendwo gefunden. Wo habe ich den gelassen? Wo habe ich den schon wieder verkauft? Oder habe ich den hier reingetan? Da ist er doch. So, dann würde ich sagen, auf zum fröhlichen Angeln, wa? Fischspeer, dann packen wir den mal auf die 7. So, jetzt habe ich keine Axt eigentlich. So, ohne Axt ist ja auch ein bisschen doof, ne? So. Das Tor passt wirklich nicht, ihr habt recht. Ich muss ein anderes Tor reinbauen. Ah, oh, da hin Fische. So, jetzt mal gucken. Nein, du bist kein Fischbär. Dich wollte ich. Wie geht denn das so mit Pieksen? Mal gucken, ob das wird. Ich weiß nicht, wie das geht. Oder so. So trifft man die doch nie und nimmer. Muss er jetzt hin? Doch, ist einer dran. Ich habe einen Fisch gefangen. Das finde ich aber jetzt sehr irritierend. Einfach so rein in den Schwarm und dann hat man einen Fisch oder was? Tatsächlich. So einfach ist das. 90% hat er schon. Wo habe ich denn jetzt hingetan? Auf 7. Seid ihr jetzt da? Na, das war nix. Bisschen ordentlicher muss man das wohl schon machen, ne? Wo waren denn diese großen? Aber wir haben noch, können doch hier, die zeigt ja doch was an. So, jetzt haben wir die Rotaugen. Das, was ist denn jetzt hier der große Fisch? Barschhecht, das ist der da, ne? Da müssen wir... Oh, das ist der Barsch, der große. Ich glaube, der Hecht ist der große. Da muss ich hin. Kriegen wir schon hin. Aber so ein Fischbär, der hält aber auch nicht lange, ne? Jo. Hier irgendwo. Hier soll's Hechte geben. Oder ist er schon? Habe ich einen gefangen? Nee. Hä? Fischen, geht das nicht irgendwie einfacher? Wieso nimmst, kann man die nicht irgendwie so pieksen einfach? Ha! Hm. Jedes Mal muss ich den wieder in die Hand nehmen. Pass nicht aus, was ich in der Ente erlege hier. Ha! Nimm dies, Fisch. Aber ohne Altsicht kriegt man den, findet man ihn ja nie wieder. So, ein noch. Wie viele Fischfilet hatten überhaupt so einen? Ha! Na siehst du, hatte ich doch schon gelohnt. Muss er hin?
Haha. Yeah, ich bin der Superangler. So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt... Wo ist er hin? Wir haben jetzt 3 Hechte und 2 Rothaarungen. Wie viel kriegt man denn aus dem Hecht raus? Oh, ich habe gerade eine Idee. Kann man den nicht hier irgendwie so hinlegen? Fisch. Das ist ja auch so ein Rotauge. Nein, nicht also. Oh nein! Rassi, was machst du da? Ja, schmeiß doch alles runter. Mann, bis eben sah das noch richtig gut aus hier. Und dann kamst du, Rasi. Obwohl so Fisch in der Sonne, ob das so der Burner ist. Ach, nee, lassen wir jetzt liegen. Es sei denn, ich brauche gleich noch einen Fisch, dann hole ich ihn noch wieder. Ich weiß gar nicht, wie oft die Hechte jetzt so hinterher nachkommen wieder. So, wie geht das jetzt? Hecht. Machen wir erstmal ein. Sieben Fischfilet. Noch ein Hecht. Haben wir schon 14. Und ein Rotauge. Bringt wie viel? 1. Ich wollte eigentlich noch einen Fisch hinterlegen. Na gut, okay, dann müssen wir den auch noch machen. Hilft nichts. So einfach ist das. Zack. 22 Fischfilet. Denn sie fischen sich, was sie tun. Abliefern an Ida. Na gut. Wo ist denn noch so ein Hechtdings? Da ist... Boah, das war jetzt Rotauge. Ne? Wie sieht denn der Barsch aus? Da, so. Ist der größer oder kleiner? Weiß auch keiner, ne? Hm. Aber irgendwie finde ich das so... Kann man nicht irgendwie so hingehen und einfach so pieks? Kann man den nicht irgendwie so machen, ohne dass er den immer wegschmeißt? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Egal. Aber da jemanden einstellen und dann jedes Mal irgendwie Fischspeere machen, weiß ich nicht, ob ich da Lust zu habe. Die sind so teuer in der Herstellung. Und dafür, dass man nur gebratene Fischfilet irgendwie, dass sie das so essen. Ich meine, das ist natürlich ein gesundes Essen, ne? Kriegen die Bewohner ordentlich Eiweiß, aber das kriegen sie auch von Fleisch. Also, pff, weiß ich jetzt nicht, wo da der Sinn ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nicht sowas wie Fischsuppe machen kann oder Fisch mit Ei oder irgendwie sowas. Also fehlen auf jeden Fall noch Rezepte. So, Ida. Ida. Du renn nicht weg. Hast du sie? Ja, ich habe deine Fische hier. Nimm. Aber wohin, wo sind denn deine Manieren verschwunden? Dahin, wo die Sonne nicht scheint. Gib mir die Armbrust. Da. Endlich, mach's gut. Warte, willst du denn gar nicht wissen, wofür ich die Fische brauche? Doch, ich will das schon wissen. Vielleicht ein andermal. Warte mal. Ida? Unterhalten? Was beschäftigt dich im Moment? Ich habe ein ganzes Leben hier im Kahl verbracht. Manchmal frage ich mich, was hinter den Bergen liegt. Aber es warnt mich zur Vorsicht. Durch Katzen verbrennen sich auf die Tasten, okay? Hast du was Interessantes gehört? Ich habe gehört, der Herold ist zurück. Man findet normalerweise in einer Schenke in Gostovia oder Ornica. Nee, danke, auf den Herold habe ich jetzt keine Lust zu. Ich hätte schon gerne gewusst, was die mit den Fischen machen will. Was liegt denn da eigentlich? Stücke oder was sind das da? Echt? Das heißt, ich will das nicht wissen. Doch, ich wollte das wissen. Hatte gar keine Chance zu fragen. Wir könnten mal jetzt, wo wir jetzt noch haben, ein paar Minuten haben wir ja noch. Frage ich den Herold mal. Ich glaube, beim ersten Mal will er nur Geld haben. Danach wird es irgendwie doof, ne? Oh, ich weiß nicht, ob ich diese Herold-Sache
Bock habe. Muss man die machen? Oder kann man das auch lassen? Das sind immer noch die gleichen Säcke, die da liegen, glaube ich, ne? Oh, nee, haben sich wieder gefüllt. Hopfensetzlinge. Oh, das ist super. Das ist gut. Weil uns fehlen ja noch zwei. Da hinten für das Hopfenfeld. Hatte ich doch schon angelegt, ein Hopfenfeld, ne? War mir so. So, sprich mit Alvin. Ja, dann machen wir jetzt auch. Dann haben wir das wieder vom Tisch. Alvin, wo bist du? Alvin? Edwin? Wo ist er denn wieder? Uns Alvin. Schleicht er hinten wieder irgendwo rum, ne? Ah, so ein Feld. Mal sehen, was der Junge wieder will. Alvin, machen wir stehen. Was gibt's Neues? Lange nicht gesehen, Alvin. Wie geht's dir? Du siehst traurig aus. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Na los, sag schon. Meine Hacke ist kaputt. Oh nein! Der Horror! Lach nicht, sie ist wichtig für mich. Gut, wie kann ich dir helfen? Naja, ich habe ja schon eine neue bei Fallibo bestellt. Er ist wirklich guter Handwerker und lebt fast nebenan in dem Dorf auf der anderen Seite des Flusses. Nördlich von hier. Ja, sein alter Freund meines Vaters, mir wurde gesagt, dass Fallibor damals mit dem Schmieden aufgehört hat, weil er Rückenprobleme bekommen hat. Trotzdem hilft er uns Feldarbeitern in der Gegend immer mal wieder dabei, unsere Werkzeuge zu reparieren. Ich habe die Hacke noch nicht abholen können, weil ich wirklich viel Arbeit habe, ja. Sicher, ich helfe dir gern. Hier München, um Fallibor für die Hacke zu bezahlen, das sollte reichen. Ich weiß, dass ich dir in dieser Sache vertrauen kann. Nein, nein, keine Sorge. Ich bin bald mit einer kostbaren Hacke zurück. Pff, ist ja nicht so, als wäre ich nicht gerade im Borovo gewesen, ne? Hättest du das nicht eher sagen können? Mann. Mann. Da ist noch einer. Alarik. Ja, auch noch irgendwie was Komisches. Kann dir was helfen, Alarik? Du siehst wie ein bewährter Kämpfer aus. Kannst du uns bitte helfen? Oh, nee. Was geht hier vor? Wo ist das Problem? Nachts können wir ein schreckliches Heulen hören und wir schlafen kaum. Wärst du so freundlich, diese Wölfe von uns loszuwerden? Ja, klar. Okay, gerne. Da habe ich ja Lust zu. 5? Echt jetzt? 5 Wölfe? Und ich kriege dafür 15 Eisenpfeile. Und eine Fackel und Münzen. Na gut. Ach, warte mal, das muss ich wahrscheinlich auch noch diese Jahreszeit machen, ne? Ugh. Nee, 2 Jahreszeiten, okay. Okay. Na gut. Oh, hab ich gar keine Lust zu. So gar nicht. So überhaupt gar nicht, gar nicht. 3 Wölfe sind ja immer da so, ne? Und in Richtung Hornika, ich meine, ihr könnt natürlich jetzt auch, wir haben ja diese komische Armbrust. Aber ich muss dann ja auch wieder zurück und dem sagen, ich habe die Wölfe erlegt. Ich meine, hier unten sind auch immer Wölfe, aber wir können doch wir haben doch jetzt hier sowas wie die Tiere, Wölfe. Wölfe, hier sind Wölfe, direkt bei uns im Ecke, echt jetzt? Da oben sind Wölfe. Wollen wir mal gucken. Da sind Wölfe. Hier? Nee, das ist ein Fuchs, ist das, ne? Das ist gar kein Wolf. Da sind Wölfe. Hm. Und oben hier bei Sambor sind Wölfe. Da, da, da. Und irgendwie hier hinten waren aber auch Wölfe. Die sind noch gar nicht angezeigt, aber hier waren doch da oben. Hm. Oh Mann, warum habe ich diese Quest angenommen? Was passiert, wenn ich die nicht mache? Bin ich doof, ne? Unser Dorf sieht schön aus hier, ne? Guck mal hier so im Kreis. Sieht echt total schön aus.
Ach Mensch. Wir gehen mal ganz kurz da gucken. Ganz kurz. Vielleicht finden wir ja sofort einen Wurf. Na, ich dachte, wenn ich sonst nichts zu tun hätte. Ich esse erstmal jetzt hier. Eine gute Pilzsuppe. Ich habe noch ein Rotauge. Hm. Warte mal. Da. Nee, das ist ein Vogel. Ach Quatsch, das war ja kein Wolf. Das war ja ein Dings. Nee, da müssen wir ja da ganz unten hin. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich gehe jetzt ins Bett. Das wäre zu blöd. Nicht im Dunkeln. Na. Ah. Ich meine, die Wölfe könnten wir natürlich. Es sind zwei Jahreszeiten. Da könnten wir natürlich auf dem Weg nach Jezerika erledigen, ne? Wenn ich jetzt am dritten Tag. Ich muss ja jetzt da ganz unten runter. Und wenn wir jetzt hier so durchlaufen, dann begegnen wir ja sowieso irgendwelchen Wölfen. Also zumindest ist denen hier. Dann gehen wir hier hin und dann kann ich da hier so runtergehen. Dann können wir die Wölfe auf dem Weg, da wären wir ja, ich meine, hier bei Hornika sind ja auch immer Wölfe und so. Und nächste Jahreszeit sagen wir dem, dass das erledigt ist, ja. Ja, können wir auch dann machen. Hier waren wir noch gar nicht, ne? Hier sind noch gar keine Tiere angezeigt. Schauen wir, sind wir hier immer nur im Kreis gelaufen. Müssen wir so schräg durchlaufen hier, so. Pfst. Hm. Also hier sind auf jeden Fall Wölfe hier oben. Da sind welche. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Und Alvins Hacke hat ja wahrscheinlich ein bisschen Zeit, ne? Ach, sieht schön aus hier, ne? Mit den Lichtern. Ich guck mal eben, wie weit die mit ihren Feldern sind. Bevor ich ins Bett gehe, machen wir das nochmal eben schnell. Ob die da drüben schon Flachs angesät haben. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ich habe noch gar nicht geguckt, was zu weit von der Scheune weg ist, aber offensichtlich nicht, ne? Ja, hier ist schon überall Flachs drauf. Hier ist alles Flachs drauf. Flachs, Flachs, Flachs. Hier noch nicht. Okay, das müssen sie noch sehen. Das halbe Feld haben sie fertig. Flachsamen haben wir ja wohl noch genügend, ne? Gehe ich mal von aus. Haben wir doch, ne? Nicht, dass ich die jetzt irgendwie verkauft habe, weil ich wieder so gierig war. Haben wir noch Leinsamen? Ja, 700 Stück. Das ist nicht das Problem. So, machen wir jetzt kurz Feldkontrolle und dann gehen wir ins Bett. Hier sind Möhren. Die sind noch nicht fertig. Hier ist Flachs drauf. Hier ist Kohl drauf. Ist gut. Da ist der Weizen noch drauf. Oh, hier können wir mal. Hier ist Flachs drauf. Hier ist Flachs. Hatte ich nicht hier. Doch, da habe ich doch. Wusste ich doch, dass ich sowas angelegt habe. Wusste ich doch. War doch so, dass hier immer noch zwei Felder warteten auf den. Zack. Okay. Dann haben wir jetzt auch Hopfen. So, das ist fertig mit Flachs. Hier haben sie das fertig. Hier soll ja noch Hafer rauf, ne? Oh. Da fehlt wahrscheinlich noch Dung, ne? Mal sehen, ob sie das noch hinkriegen, sonst muss ich das selber machen. So viele Tiere haben wir ja noch nicht. Ne? Und hier vorne war ja auch irgendwo schon Hafer drauf. Hier ist Flachs drauf. Hier war auch Hafer drauf schon. Hier ist Flachs drauf. Und was ist hier noch? Auch Flachs drauf. Mein Gott. Da dürften wir da aber Flachs ohne Ende haben im Sommer. Jo. Und das da mit Hafer, das werden sie wohl schon noch hinkriegen. Ich meine, es sind ja noch zwei Tage. Müssen wir jetzt? Nee. Moment, ich habe da auf 4 Tage gestellt, ne? Müsste doch jetzt in der Mitte sein, dann. Tag 2 ist vorbei. Weil hier oben sieht es ein bisschen komisch aus. Ja, noch 2 Tage. Na, gut hier bei euch? Ja, echt gemütlich hier aus bei euch. Tjo. Lauschiges Plätzchen. Ja, es ist die Frage mit dem Dünger. Kommt die da hinterher? Ich meine, wir kriegen ja am Tag 30 Dünger, ne? Dann müsste das doch eigentlich hinkommen. Ich guck mal, ob hier noch Dung über ist.
Hier sind noch, nehmen wir mal 20 mit ihm. Oder so, ein bisschen lassen wir noch drin, sonst haben die ja wieder nichts zu tun da. Dann mache ich hier nochmal, dass sie schon mal ein bisschen Dünger haben. Den Rest kann die dann in der Scheune machen. Ich denke mal, dass es da an Dünger scheitert. Ich meine, ich habe ja auch nur zwei Feldarbeiter, das ist ja auch nicht viel, ne? Das macht das Fleisch hier eigentlich, ist das eigentlich auch schon verkammelt? Liegt ja immer noch Fleisch in der Truhe, was verrotten sollte. Ich weiß gar nicht, wie lange das da schon liegt. Na. Na, nimm nochmal die Fackel wieder in die Hand. Na, quasi. Na, nächste Jahreszeit ist es verkammelt. So, dann kriegst du hier Dünger. Hab da schon wieder ein bisschen was. Und ich brutzel mir jetzt ein Fischfilet zum Abendbrot. Hab ja noch ein bisschen was. Ein gebratenes Fischfilet. Ne, zwei gebratene Fischfilet. Für mich. Kann ich dieses Rotauge auch so ganz braten? Ja, ne? Dann muss ich den erst ausnehmen. Da. Ne, kann ich auch so machen. Yummy. Da gibt es halt Fisch zum Armbrot. Das bringt mir so ein Fisch 8 Nahrung, immerhin, ne? Yummy. Yummy. Na bitte. Jetzt gucken wir mal kurz, was so ein komischer Speer braucht. Ob ich da jemanden einstelle oder nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das lohnt nicht. Wieso? Der ist hier unter Stein. Holz. Holzwaffen wahrscheinlich, ne? Nee, wo ist er denn? Nee, ist ja keine Waffe. Das Werkzeug. Holzwerkzeug. Ist auch nicht. Steinwaffe. Hä? Steinwerkzeuge? Hier ist doof. Da. Fischspeer. Ein Leingarn, ein Holzstamm, ein Stein. Das ist echt. Ich weiß nicht, wie lange so ein Ding hält. Ja, muss ich mal überlegen, ob ich da jemanden einstellen möchte. Ich glaube, habe ich keine Lust zu. Ich glaube, das mache ich lieber selber mal zwischendurch ein bisschen Fisch fangen. War ja auch ganz witzig eigentlich, ne? Na gut. Und Herold weiß ich auch noch nicht, ob ich da Lust zu hab. Aber Herold hat man, glaube ich, auch mehrere Jahreszeiten Zeit für, ne? Ach ja. Na gut. Boah, nächste Jahreszeit können wir auch unsere ersten Gürten ernten, wahrscheinlich, ne? Nur eine Frage, was wir damit machen. Können wir ja auch noch nichts mehr machen. Oder kann ich schon backen? Weiß ich gar nicht. Aber, ach, das sieht schön aus schon mal, ne? Finde ich. Aber offen sehen hier diese billigen Fensterläden fast besser aus, ne, als die teuren. Finde ich. Naja. Okay. Ich gehe jetzt ins Bett. Bis dahin. Tschüss.